meinen Hunger gestillt. War mir den Durst für morgen. Hab mich zum Schlafe gelegt. Alle Winde verwehen, nur der Sturm, den konnte ich nicht finden. Ließ mich im Regen bestehen und konnte es nicht verwinden. Wieder mal, der neue wird von der Ruhe bewegt, Lärm lässt mich in Stille trinken. Wer mit Rosen belegt, spür noch ein fernes Winken. Wieder mal, wieder mal. Herzlich willkommen zur offenen Liederbühne. Diesmal echt im Zimmer 16. Ja, der Rainer sagte letztes Mal, also wenn du willst, dass deine Dissonanzen wehtun, musst du was anders machen, die klingen bisher zu schön. Ich dachte, ich hoffe, das hat es geklappt, dass es nicht schön klingt. Also es wäre schön, wenn es nicht schön geklungen hätte. Und wer das nicht versteht, der kann rübergehen ins Café Broker, Quatsch, ins Theater Broker. Da spielt der Rainer nämlich gerade jetzt. Wenn ich es mir recht überlege, ihr bleibt lieber hier, sonst bin ich hier ganz alleine. Ihr könnt euch den Stream hinterher angucken. Wobei, wenn ihr jetzt rübergeht, dann könnt ihr nach Hause gehen und mir den Stream auch angucken. Nicht das. Na gut. Muss ich doch arbeiten. So, jetzt dreht euch mal kurz den Rücken zu, damit ich dieses Instrument loswerde. Ja, wir sind live, das ist wunderbar. Wir werden es trotzdem aufzeichnen. Wer dann nicht da drauf sein will, der sagt mir das. Ich frage dann auch immer hinterher. Und ich bin da auch nicht böse. Ihr könnt trotzdem mal beim nächsten Mal wiederkommen und wieder sagen, dass ihr nicht mit dabei sein wollt, wenn es ins Internet geht. Ich habe euch trotzdem noch lieb. Es sei denn, ich hatte euch vorher schon nicht lieb, dann ändert sich das auch nicht. Wir fangen jetzt jemanden an, den ich schon sehr lange lieb habe, weil er schon sehr lange hierher kommt. Und der braucht meinen Text gar nicht. Ich glaube, der braucht wirklich maximal seine eigenen. Der war auch schon beim letzten Mal da und das letzte Mal haben wir jetzt inzwischen auch schon hochgeladen. Ich habe es tatsächlich geschafft, heute nach 2 Wochen den Film hochzuladen. Er war auch reichlich häufig dabei auf diesen Zoom-Sessions, die mir zum... Wieso habe ich eigentlich nicht früher gesagt, dass mir die Zoom-Sessions zum Halse raushängen? Vielleicht hätte man dann schon früher Lockdown-Ende gehabt. Das hat ja beim letzten Mal wunderbar mal geklappt. Ich habe gesagt, ich will nicht mehr und vorbei war's. Herzlich willkommen, FGM Stegers. So, ich habe heute mal den Stuhl ausgesucht. Okay. Dann sollst du den erhalten. So, du brauchst Kabel? Yes. Klinke? Oder was anderes? Klinke. Klinke. Gucken wir mal, ich habe jetzt hier gewütet. Das ist der falsche. Das ist immer das. Die sollten vielleicht doch auf Funktechnik umrüsten. Ich glaube, das Mikro ist hier noch nicht ganz gewachsen. Oder du dem Mikro. Wir werden es mal heranlassen. Aber wenn es dir zu weit weg ist, schiebst, machst du dir näher ran. Ja, ist und das alles schiebst du dir weiter weg. Und mit dem Hintern nach hinten. Genau. Ich mach mich jetzt davon.
gibt ein deutsches Sprichwort. Der Krug geht so lang zu Wasser, bis er bricht. Wenn der Krug zerbricht, so sterben mit diesem kleinen Schöpfen wir. Schöpfen wir. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen nachsteuern, ne? Das geht ein bisschen sehr grob, oder? Ja. Jeder Anfang hat ein Ende, jeder Schluss ist ein Beginn, jede Katastrophe eine Chance. Jeder Verlust ist ein Gewinn. Jede Zeit hat ihre Grenze, jede Grenze ihre Zeit. Warte nicht, bis man dich bittet. Sei sofort zum Sprung bereit. Hast du reichlich, willst du viel, dann bist du arm. Verlierst du dich, wirst du dich finden. Genügst du dir, bist du verloren. Gib dich auf, dann kannst du schlafen. Der Schlaf gibt dich dir neu zurück. Erziehe deine Zweifel. Für dein Glück. Du kannst so viel erfahren, wenn du schweigst, damit du hörst. In dein Herz kannst du nur singen. Wenn kein Blick dein Auge trübt, verschenke deine Liebe. Dafür wurden wir geboren. Zurück. Wege entstehen, wenn wir sie gehen. Wege entstehen. Komm, lass uns gehen. Das ist ein englisches Lied.
bestellte uns in Your Eyes. Ich habe es mal für eine Freundin geschrieben. Der ist damals sehr schlecht. When I see shadows in your eyes, when the clouds darken your sight, when the storm doesn't dry your tears, let me be with you. I've learned how fragile life can be. I've noticed what you mean to me. Don't let us waste the time with silly dreams. Let me be with you. When your demons come to torture you, when those nights you don't see through, when you can't stop lifetime fade away, strong, I am not young, but everything was good that I have done. Life taught me to change my ways. Let me be with you. From the past, when there is no question left to ask, let me be with you. I don't make promises that I could break. I don't promise you the heaven on earth. There is not really much I have. Let me be with you. Seems to have no end, when you have nothing to believe in, when you cannot forgive yourself, let me be with you. The shadows in your eyes tear me apart. Believe me, I know deep from my heart, where shadows are must be a light. Let this be me for you. In your eyes, tear me apart. Believe me, I know deep from my heart, where shadows are must be a light. Let this be me. Let this be me. Let this be me. For you.
zum Schluss ein Lied über diese Stadt, in der ich in diesem Jahr schon ein halbes Jahrhundert lang lebe. Das ist eine scheiß lange Zeit. Wie war das möglich? Also ein Lied über Berlin. Kann man das ein bisschen weniger dröhnend anstellen? Für mich dröhnt das so irrsinnig. Ist das bei euch auch so? Ja, kann man das irgendwie? Das war doch sonst auch nicht. Deine Stärke, deine Qualität, dass sich Tag und Nacht alles nur um dich dreht. Keiner kann's erklären, niemand kann's verstehen. Alle kommen her, alle wollen dich sehen. Sie ist arm, sie ist dreckig und ganz schrecklich sexy. Sie ist laut, sie ist ehrlich, nicht jeder liebt sie. Sie hat viele Gesichter, sie sprüht vor Fantasie. Da stinkt sie auch ein bisschen, doch das stört sie nie. Sie macht die Nacht zum Tag, Ruhe kennt sie nicht, nicht jeder versteht sie, weil sie nuschelt und zu schnell spricht. Ihr Witz ist manchmal ätzend, aber niemals böse gemeint. Sie trägt das Herz am rechten Fleck, auch wenn es nicht so scheint. Sah sie schon gute sowie schlechte, Linke wurden stark, aber auch Rechte. Als sie 20 war, nannte man sie goldig, mit 30 und 40 war sie braun und blutig. Im Kalten Krieg ist sie erkraut, sie brauchte lange, bis sie grünte und in Regenbogenfarben blühte. Morgens um 8 ist sie alt und hässlich, nachts um 4 benimmt sie sich ungesetzlich. Dann lässt sie ganz gerne mal die Sau raus und wirft das Geld, das sie nicht hat, zum Fenster raus. Sie ignoriert die Flaschensammler auf der Straße, die schlafen nachts im Park, da sieht die Welt krass aus. Sie hofiert die Spekulanten auf, Geld ist die ganz geil, bezahlt die Schulden der Banken, lässt den Manager frei. Aus besetzten Häusern fliegen Steine, das schmerzt sehr, wenn sie Menschen aus dem Kiez vertreibt. Was schmerzt mehr? Ich singe im Mauerpark und auf den offenen Bühnen an der Warschauer Brücke, nicht um Kohle zu verdienen, in der Sonne und im Regen singe ich mir die Seele aus dem Leib und von wem ich könnte davon leben. Schon so lang hier, warum tust du mir das an? Ich krieg nie genug von dir, täglich muss ich mich neu erfinden. Du gibst niemals zu und du bist nie zufrieden. Meine Lieder soll man hören, dafür brenne ich sie streichen und stören. Das ist mir wichtig, dein Gesetz ist die Freiheit, das gilt für jeden. Jeder darf sein, wie er ist und muss auch jeden so nehmen. Festgestellt, ich habe zwar zielführend irgendwie den FGM verkabelt gekriegt und es sind alle wieder zurückgestellt, aber ich habe hier ziemlich Chaos verursacht. Das geht so ja nicht. Lass mal los. Ich räume jetzt erstmal hier auf, während ich weiterrede. Der nächste Künstler hat sein Album Als wir unter Licht erketten aufgenommen, als wie er schrieb, Mond und Nudeln am Kochen waren. Also ich finde eine sehr seltsame Kochbeleuchtung, Lichterketten, aber gut, kann man machen.
Er sitzt oder er steht? Ich werde sitzen. Du wirst sitzen. Hast du dir schon einen Stuhl gewählt? Den großen oder den niedrigen? Den. Gut. Dann gebe ich dir mal jetzt das schöne blaue Kabel. Das liegt nämlich im Weg. Schon ein bisschen mehr. Das Chaos vor die Bühne richten, das ist auch schön. So, wo darf ich es hier reintun? In die Mitte? Genau. Sein Album findet man auf Soundcloud. Zusammen mit einem dann vermutlich noch etwas älteren. Zweiten Album. Mach was denn jetzt hier davor liegen? Vielleicht fällt es ja keinem auf. Notensteller brauchst du nicht? Brauchst du nicht. Gut, wunderbar. Herzlich willkommen, Dennis Schümann. Ja. Ich hab's richtig. Ich hab's richtig. Der Sternhimmel lag über unseren Städten, in denen wir wohnten. Doch wir waren nicht zusammen, aber wenn wir aus den Fenstern sahen, dann träumten wir davon, dass wir es wären, dass wir es wären. Und ich träumte oft davon, dass wir in einem Fluss liefen, der voller Cola war. Das ist blaue Kabel, ne? Machst du lauter? Ich habe jetzt auf voll. Der hat doch voll, sagt er. Stimmt, der ist aus, ja. Was ist für mich nicht? Ich werde jetzt nicht drin. Batteriecheck? Das mache ich so. Dann mache ich dir einfach Nico davor. Da hat man jetzt die Gitarre da draus. Besser. Sternhimmel lag über unseren Städten, in denen wir wohnten. Doch wir waren nicht zusammen, aber wenn wir aus den Fenstern sahen, dann träumten wir davon, dass wir es wären, wie es wär. Und ich träumte oft davon, dass wir in einem Fluss liefen, der voller Cola war. Ich träumte oft davon, dass wir in einem Fluss liefen, der voller Cola war. Ja.
2016. Aus meinem Busfenster sehe ich zu. Lara mit ihrem neuen Freund, ja, wie sie die Straße runterläuft. Mit ihrem neuen Freund, sag's, Lara ist nicht weit. Dann küss sie doch, und ich muss dir sagen, Mann, so einfach ist es nicht. Lara getroffen, ich stolper über Gleise, Treppe und dann heil, Treppe und dann heil. Dann auf einmal der Schnee, es tut immer noch so weh. Bitte schwarz, 4 Löffel Zucker, orange Vorhautfaser. Ich lauf nachts am Birken vorbei. Ja, das mit uns, das glaub ich, das ist noch nicht vorbei. Das ist noch nicht vorbei. Ich fühl mich, als hättest du mit einem Cutter versucht, mein Herz durchzukriegen. Ich werd mich nie mehr verlieben. Du schaust Laboon, trägst rote Unterwäsche. In den Scheiben der U-Bahn, da seh ich uns noch knutschen. Es war Dezember, als ich sie wieder sah. Gekleidet, dicke Jacke, Stirnband, Mütze und Schal. Alles versteckt in der Ecke der Bushaltestelle. Draußen im Schnee. Und ich fragte mich, ob du dich noch erinnern kannst. Als wir das Haus verlassen hatten und die Gehwege vereist waren. Wir rutschten eine halbe Stunde mit Musik über uns, Weihnachtsbeleuchtung über die Bürgersteige in der Nähe des Kanals. Stadt war durch die Busfenster trübe und große Schneeflocken fielen gegen das Glas und schmolzen an der Scheibe. Sie gingen den hinteren Teil des Busses und setzte sich neben mein Fenster und wendete den Blick auf den Schnee draußen ab.
Und ich fragte mich, ob du dich noch erinnern kannst. Als ich in dein Zimmer kam und mit dir tanzen wollte, du schaltest Licht aus, drücktest mich aufs Bett. Du zogst mir den Pulli aus und küsstest mich bis tief, tief in die Nacht. Mein Atem hatte das Glas beschlagen. Ich zeichnete dein Herz in der Bewölkung nach, wie ich es damals an diesen kalten Tagen für dich getan hab. Dann schnitzte ich unsere Initialen ins Herz. Und nebenbei bemerkte ich, dass es nicht mehr schneit. Du warst das Mädchen, in das ich verliebt war. Ich telefonierte mit dir, während du in deinem Zehn saß. Du hattest den übergroßen, grauen Baumwollpullover über deinen Kopf gezogen und deine Arme in die warmen Ärmel geschlungen. Ich konnte hören, wie die Autos durch die Warschauer Straße fuhren, als ihre lange Pulloverhülse gegen das Glas rieb, um die Nebelbildung wegzuwischen. Und zeigte den orangefarbenen Himmel und die karge, schneebedeckte Stadt. Näher ans Publikum rücken, etwas näher an die Massengenosse. Wer sich noch an das Märchen mit dem Flugzeug erinnert,
So. Dann werde ich gleich noch mal gucken. Ob. Hm? Ich muss ja hier auch nicht auf der Seite stehen. Ich habe auch keine Ahnung. Vielleicht kann man auch mal dir. Was war das? Am 11. Juli heißt es Ahoi, Matrosenkind. Am 1. So, so komme ich auf 11. Wann denn jetzt? Um 1. Juli. 1. Juli. Ach, er soll es selbst nochmal sagen, wenn er hier vorne steht. Und das ganze Stimmen findet statt, hier im Zimmer 16, ein Konzert. Aber Ahoi, Matrosenkind ist dann doch richtig. Ja. Nee, Ahoi, Herr Kaloi. Nicht Ahoi, Matrosenvater, ist eher. Herzlich willkommen, Jörn Zacharias. Augen. Aber du brauchst ein Mikro. Ja. Na, dann kriegst du ein Mikro. Dann räumen wir das hier unten wieder weg. Tschüss. Da habe ich das so ordentlich beiseite gestellt und jetzt kommt der damit an und er bildet. Ja, schönen guten Abend. Am 1. Juli. Hier im Zimmer 16 ein ganzes Programm mit mir alleine. Ja, ich bin schon total nervös. Und deswegen nutze ich mal die Gelegenheit, weil das ist ja auch schon ewig her. Ich glaube, das letzte Mal live habe ich im Dezember gespielt. Und dann immer nur noch zwischendurch so ein Lied auf einem Zoom-Konzert. Und das sind 1,5 Stunden. Naja, mal sehen. Das sind jetzt auch alles 3 ganz neue Lieder. Noch nie gespielt. Ganz neu. Und sie handeln ein bisschen auch vom Meer, natürlich. Na, schon geht's los. Wir sind so fremd und so entzweit. Verworren im letzten Hemd und auserkoren für alle Zeit voller Zorn. Woran glauben die Götter? Wen beten sie an? Thank you.
ein Stück runter? Nee, aber ich hätte schon eine Kurte machen sollen, weil du musst mal so ein bisschen halten, neben dem Mikro musst du dich so hochbringen. Okay. Ja, das sollte eigentlich ein Song werden, der vor einem Jahr auf dem Karneval der Kulturen mit 30 Jugendlichen, die das laut singen in den Abendhimmel. Jetzt wird das hier so ein kleines Liedchen. Das nächste Lied handelt auch von einer Insel. Und zwar werdet ihr schon mitkriegen, von welcher. Ich glaube, ich war einer der wenigen Touristen, die dort sein durften oder waren. Sehr, sehr skurril, wenn man sonst Pfingsten-Hiddensee kennt. Und da habe ich nämlich gelesen, dass der Bürgermeister von Hiddensee eine neue Hymne bestellt hat. Der ist irgendwie von der AfD und er sollte so ein fröhliches Meine Heimat-Lied werden. Ich dachte, können wir doch besser. Was ist denn der Name hier?
schneidest das Gras wieder auf der grüneren Seite. Das hat mir noch nie recht geschmeckt. Und stelle ich dich, treffen mich die grünen Worte. Das hat dir der Teufel gesteckt. Du bist mein Rumpel, ich dein Stützin. Wir tanzen durch das Feuer. Schwindst ein bisschen, geb ich dich nie. Wir wollen noch heute. Ich könnte dir ja vielleicht gar im zornigen Tone Kunde tun, ich weiß, wie er heißt. Doch hätte ich Angst davor, dass du stampfenden Fußes und voll Wut das Tischtuch zerreißt. Du bist mein Rumpel. Ich dein Stilzinn, wir tanzen durch das Feuer. Auch wenn du manchmal spitzt ein bisschen, geb ich dich nie. Wir wollen noch heute so groß, genug Platz für mehrere Zimmer und auch ich hab in ihm ein Bett. Doch fände ich es, gäbest du dir größere Mühe beim Verstecken der anderen sehr nett. Du bist mein Rumpel, ich dein Stilzchen, wir tanzen durch das Feuer. Auch wenn du manchmal spinnst ein bisschen, geb ich dich nie. Du bist mein Rumpel, ich dein Stilzchen, wir tanzen durch das Feuer. Auch wenn du manchmal spinnst ein bisschen, geb ich dich nie, du wollt's noch heute. Weiter geht's mit der offenen Liederbühne im Zimmer 16. Neuerdings wieder echt im Zimmer 16. Es gibt ja noch mehr so Läden wie uns. Einer davon ist das Zebrano. Da kommt hat der nächste Künstler seine Heimatbühne quasi. Da macht er zusammen mit ein paar Kollegen die Dienstagspropheten. Er ist sozusagen ein halber oder ein Viertel? Ich weiß gar nicht, wie viele da rumtanzen. Ein Viertel. Ja. Ein Viertel Dienstagsprophet. Vielleicht kommst du schon mal auf die Bühne. Ja, mach ich. Und erzählst du so ein bisschen, wie es bei euch gelaufen ist? Ihr habt überhaupt nicht online gemacht? Oder? Doch, wir haben eine Veranstaltung haben wir online gemacht. Eine? Genau. Eine in dem halben Jahr, sag mal. Ihr wolltet nicht, oder? Nee, irgendwie. Ich mache ja noch Impro-Theater. Ja. Da gab es auch viel Anfragen, ob wir nicht Impro-Online-Theater machen. Das hat sich für mich nicht... Macht keinen Sinn für mich. Ja. Also irgendwie... Ließ sich theatralisch nicht darstellen. Ja, genau. Also Kollegen von mir haben es gemacht. Man hat dann sich das angeguckt und hat gesagt, auch toll. Aber naja, ich selber fand es nicht so. Ich freue mich, dass es wieder losgeht. Also, bei euch leuchtet auch wieder ganz normal? Oder? Nee, erstmal nicht. Ich habe noch keine Mail bekommen. Ich warte immer, bis ich gerufen werde. Irgendwie. Ach so, ist ja auch schade. Also Zebrano läuft gar nicht so. Also. Ja, da lief... Nee, im Moment glaube ich nicht, nee. Ich glaube, die haben noch mehr Angst vor irgendwelchen Kontrollen. Ach so, aber. Ja. Ich weiß es nicht. Müssen Sie wissen. Schade. Ja, absolut. Herzlich willkommen, Georg Weisfeld. Dankeschön, vielen Dank. Ja, wir machen kurz noch eine Fotosession mit Detlef. Bild BZ. BZ, genau. Nur damit ist es nett. Auch ein Poet. Ein kleiner Applaus für Detlef vielleicht. Ja. Ja, ich habe. Mal wieder, um mal diesen Ständer hier auch zu benutzen, habe ich ein neues Lied mitgebracht, ganz neu. Sehr kurzes Lied. Und genau, es ist, ich habe es jemandem vorgespielt und er meinte, es ist schon das persönlichste Lied, was du jemals geschrieben hast. Genau. Es heißt nämlich auch Lebensspur.
probiert habe, jetzt noch mal ein zweiter Versuch. Achso, genau, es gibt dazu eine kleine Sache zu erzählen. Es ist eine, ja, so, es, dieses Lied setzt sich auseinander mit einer anderen Kunstform, ja, mit, nämlich mit der Kunst der Aktfotografie. Das ist ja eine Kunst, die gerade in den letzten Jahren eine wahre Renaissance erlebt hat, gerade in den sozialen Netzwerken. Genau, deswegen eine kleine Hymne an diese Kunst. Nie fand meine Linse ein erhabeneres Motiv, göttergleiche Plastik in eine Muse schlief. In ihr ruht der reiche Lebensquell. Sie entzückt durch pure Leidenschaft. Was ist das für ein traumhaftes Modell? Was für eine Schönheit, welche Kraft. Erektiv zeigt dieses Kunstwerk hoch zum Firmament. Dafür braucht es jedoch Lust, sie ist imminent. Lässig steht der Schaft wie angekauert,
an der schlanken, frisch rasierten Lende, wie ein Löwe, der auf Beute lauert, tunkt das unverpackte Kolbenende. Jetzt vielleicht absonderlich, doch auf Tinder ist sowas ganz gewöhnlich. Deswegen knipste ich ein eine kurze Geschichte zu erzählen. Es ist so, ich weiß nicht, ob das dem einen oder anderen Singer-Songwriter ja auch so geht, man geht so durch die Welt und sieht etwas, was man nicht sofort greifen kann, man weiß nicht, was es genau ist, und das Schöne ist als Singer-Songwriter, man versteht vielleicht nicht, was man dort sieht, aber man kann trotzdem ein kleines Lied daraus machen. Was ist das für ein Wesen bloß? Es hüpft so munter hin und her. Zwar ist es nur 1,20 groß, doch wirkt der Wams recht voll und schwer. Rein farblich dominiert Pastell. Ja, rosa glänzt das ganze Fell. Es ist so rosa wie ein Schwein.
jedoch Miss Piggy ist es nicht. Zwar trägt sein rosa Röcklein mit einem Lilifee-Gesicht. Es wurde verpackt vom Muttertier. Ja, nun endlich erschließt sich's mir. Es ist ein kleines, süßes Mädchen, ein Mädchen mit viel pinkem Kleiderschrank. Ich hätt's sonst wohl kaum erkannt. Ein Mädchen, damit es jeder auch kapiert, wurde es rosa gut markiert. Vielen Dank. Dankeschön. Danke, Georg Weisfeld. So, Arvid, brauchst du das hier? Brauchst du nicht mit deiner Waschbestellung? Nee, brauchst du nicht. Ich finde es interessant, Dickpics. Ich weiß nicht, ob das jemand mitgekriegt hat. Jeffrey Toobin ist wieder da. Nee. Jeffrey Toobin ist... oder eine Zeit lang war er Reporter bei CNN und beim New Yorker und ist da aufgefallen oder besser rausgefallen, erstmal eine kurze Zeit, weil er während eines Zoom-Meetings sich Befriedigung verschaffte und dazu seine Hose langte und alles rausholte, was da nötig ist zu. Und dachte, was soll die Aufregung, Leute? Das ist doch, also, ich meine... Wenn die Herren die Reporter sich als die Wichser präsentieren, als die ich sie sehe, finde ich das einfach super. Jetzt kommen wir mal zu was Schönem. Er schrieb eigene Lieder, vertont aber auch hin und wieder Gedichte, so und ist vorzugsweise es, so ist es. Von seinem Lieblingsdichter Wolfgang Borchardt. Wir haben ihn ein paar Mal im Stream gehabt oder beim letzten Mal aber auch bei der offenen Bühne bei der Ute Danielczyk, und jetzt ist er heute nochmal bei uns. Arvid Wolf, herzlich willkommen. Oh. Kurze Unterbrechung, Georg, da möchtest du dich wiederfinden, oder? Ja. Mein erstes Lied. Das ist ein Abschiedslied. Meistens sind Abschiede ja ziemlich traurig. Bei dem Lied hier ist es nicht so. Da fühlt sich der Abschied so richtig gut an. So ein bisschen von der Sorte, nichts wie weg hier. Und das Lied handelt von dem Moment, wie sich das anfühlt, am Ortsschild vorbeizufahren. Und zwar nicht rein in den Ort, sondern raus. Das Lied heißt Du Längst. Ein Strich den Weg, rot und quer durchs Ortsschild ist die Richtung, die noch geht. Rot und quer durchs Ortsschild, du nickst mir zu, das alles. Die Stadt wird langsam klein, du längst und ich geb Gas. Du längst und mit deinem Lachen bist du hergekommen. Ich hab's schon lang nicht mehr vernommen. Zum Brunnen geht der Krug, bis du zerbrichst. Als fest verstaut drehst du dich nicht um. Schon im Standgas liegt Erleichterung. Der Tank ist voll und Abstand heißt das Ziel.
rot und quer durchs Ortschild, weist uns ein Strich den Weg, rot und quer durchs Ortschild ist die Richtung, die noch geht. Rot und quer durchs Ortschild, du nickst mir zu, das war's. Die Stadt wird langsam kleiner, du lenkst und ich. Weitergeht, bleibt ungeklärt, wohl im fünften Gang, solange die Karre fehlt, auch liegen bleiben kann wegweisend sein. Eine Bleibe finden wir bestimmt, in der deine Träume heller sind und wir die Lieder unserer Reisen rühren. Rot und quer durchs Ortschild, weist uns ein Strich den Weg. Rot und quer durchs Ortschild ist die Richtung, die noch geht. Rot und quer durchs Ortschild, du nickst mir zu, das alles. Die Stadt wird langsam kleiner, du längst und ich geh Gas. Du längst und ich geh Gas. Dankeschön. Beim Schreiben, wenn man sich auf literarischen Bühnen bewegt, da gibt es immer so einen Running Gag, dass das therapeutische Schreiben, wenn man es irgendwie so gar nicht gebacken kriegt, dann schreibt man halt was drüber. Bei dem nächsten Lied denke ich manchmal, ob es da wohl um therapeutisches Singen geht. Es geht um die Schulzeit, die für viele Menschen im Rückblick die allerschönste Zeit war im Leben. Und egal wie oft ich zurückblicke, es bleibt einfach furchtbar. Sag mal, Junge, schläfst du schon? Da sind Tränen auf den Kissen. Im Hof hab ich dein Heft gesehen. Dort zerrissen von fernen Meeren in die Schuhe und dann leise wieder heim. Von fernen Meeren in die Schuhe. Es ist schwer, ein Junge und Pirat zu sein. Es ist schwer, ein Junge und Pirat zu sein. Schwerer See im Morgengrauen, südlich von Kapau. Hast du alle Mann an Deck, jedem Zeugnis abgeschworen? Von fernen Meeren in die Schuhe und eingeschüchtert wieder heim. Von fernen Meeren in die Schule, es ist schwer, ein Junge und Pirat zu sein. Es ist schwer, ein Junge und Pirat zu sein. Das sogenannte Klassenziel, es ging gestern über Bord. Nur Mut, die sie trägt irgendwann. Auch dein Ungenügend fort. Von fernen Meeren in die Schuh und dann leise wieder heim. Von fernen Meeren in die Schuh. Es ist schwer, ein Junge und Pirat zu sein. Es ist schwer, ein Junge
Irak zu sehen. Wenn du groß bist, bauen wir uns ein Segelboot für drei. Du stehst am Ruder, hältst den Kurs und an die Tafel schreib ich frei. Vom fernen Meer in die Schule und dann leise wieder heim. Vom fernen Meer in die Schule, es ist schwer, ein Junge und Pirat zu sein. Es ist schwer, ein Junge und Pirat zu sein. So sehr geliebten Wolfgang Borchert. Wolfgang Borchert wäre in diesem Jahr, 2021, 100 Jahre alt geworden. Er ist nur 26 Jahre alt geworden, weil die Nazis ihn kaputt geschunden haben. Und er hat die Uraufführung seines berühmten Stücks draußen vor der Tür nicht miterlebt. Er ist vorher gestorben. Ich finde ihn einen wunderbaren Schriftsteller, einen wunderbaren Theatermann. Jemand, der sehr schöne Gedichte geschrieben hat auch. Und eins dieser Gedichte habe ich vertont. Das Gedicht heißt Abendlied, ist aber ursprünglich ein Gedicht gewesen. Und jetzt ist es ein Lied. Warum, ach sag, warum geht nun die Sonne fort? Schlaf ein, mein Kind, und träume sacht, das kommt wohl von der dunklen Nacht. Da ging die Sonne fort, da geht die Sonne fort. Warum, ach sag, warum wird unsere Stadt so still? Schlaf ein, mein Kind, und träume sacht, das kommt wohl von der dunklen Nacht. Weil sie dann schlafen will, weil sie dann schlafen will. Warum, ach sag, warum brennt die Laterne so? Schlaf ein, mein Kind, und träume sacht, das kommt wohl von der dunklen Nacht. Da brennt sie lichterloh, da brennt sie lichterloh. Es war ein schöner Abend, es war nett, dass ihr alle da wart. Wir machen erstmal einen herzlichen Applaus für Holm an der Bar, wollte ich sagen, der ist ja nie da.
Doch, da ist er. Ein Applaus für unsere Technik, Freddy. Peter saß zwar eher daneben, aber trotzdem Dankeschön. Na, süße, hat er doch mal den Faden. So, wir haben es jetzt fast alle geschafft auf die Bühne, das finde ich super, ich gehe da mit. So, sollen wir jetzt hier weiter hin? Lass uns mal, kommt ein Stück vor. So, das war nicht so ganz verschwunden. Das kann gar nicht sein. Noch größer. Noch größer. Geben. So, sind wir alle drauf? Ja. Lächeln wir alle. Moment. Klick, Moment bitte. Worauf warten wir? Weiß ich nicht. Die Katze. Gut. Wunderbar. Ich danke euch. Herzlichen Dank. So, wenn ich euch jetzt hier noch alle gerade mal so beisammen habe. Also ein paar hatte ich es ja schon geschrieben.